Liebe Mitstreiterinnen, liebe Mitstreiter, ich muss zugeben, der Ort hier ist durchaus für mich persönlich auch ein besonderer Ort. Nicht nur, weil ich meine Jugendweihe oder mein Abiweihe hier hatte, sondern auch zahlreiche Sportstunden, wahrscheinlich fast jede der Sportstunden, die in der Halle war. Aber ich glaube, dieser Ort, diese Halle steht auch mit den Schulen im Umfeld, mit der Hochschule, die es in Mittweiler gibt, für die Chancen, die vielen Chancen, die auch der Wahlkreis, dieser wunderschöne Wahlkreis hier beinhaltet. Und ich glaube auch gerade um den Begriff Chancen, Chancengerechtigkeit, das Chancen ermöglichen, erstreckt sich ja unsere liberale Programmatik. Als Kandidat hier in Mittelsachsen und für Sie hoffentlich auch auf der Landesliste möchte ich einen Beitrag dazu leisten, dass mit der FDP wie eine Kraft in den Deutschen Bundestag einzieht, die Mut vor Wut, die Prinzipien vor Emotionen, die Privat vor Staat und die Chancen vor Bedenken stellt. Mein Name ist Philipp Hartewig, ich bin 22 Jahre alt, bin in Chemnitz geboren, in Lichtenau aufgewachsen, hier in Mittweiler zur Schule gegangen. Ich studiere in Leipzig Jura, war zwischendurch 2 Semester an der Karls-Universität in Prag und wie gesagt, ich bin der Direktkandidat hier in Mittelsachsen. Ich bin bereits jetzt das 7. Jahr im Landesvorstand der Jungliberalen, darf seit 2 Jahren deren Landesvorsitzender sein. Und in dem Zuge bin ich unglaublich stolz darauf, dass wir mit vielen jungen, engagierten Kräften, mit sehr aktiven Kreisverbänden es als Jugendverband in den letzten 2 Jahren geschafft haben, zum einen mehr öffentliche Veranstaltungen auch als die FDP in Sachsen auf die Beine zu stellen, indem wir es geschafft haben, auch vor allem inhaltlich in allen sächsischen Zeitungen unsere Position zu vertreten und indem wir es auch geschafft haben, unter anderem unsere Facebook-Reichweite zu verdoppeln. In den 7 Jahren bin ich also Wahlkampf erfahren. Ich bin gut vernetzt, sowohl im Bundes- als auch im Landesverband. Ich bin Podiumsdiskussionen erfahren und unglaublich motiviert, hier in Mittelsachsen den optimistischsten, den zukunftsorientiertesten Wahlkampf aller Zeiten zu führen. Für Fragen stehe ich jetzt gern zur Verfügung und würde mich über Ihre Stimme als Wahlkampfmotivation sehr freuen. Vielen Dank.